Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Hallo. Ja, für viele wird das jetzt ja eine kurze Woche. Ne? Donnerstag ist der wohlverdiente Vatertag und dann nimmt man sich am Freitag dann auch gleich nochmal frei, so als Brückentag. Und da stehen doch einige vor der schwierigen Entscheidung, was macht man? Sehr schön. So, und die Nummer, die Sie wählen müssen zum Mitspiel, ist natürlich auch bekannt. 01375 95 4000. Wir freuen uns auf Sie. Und vielleicht haben Sie ja jetzt an diesem langen Wochenende vor, auch einmal auf die IGS nach Hamburg-Wilhelmsburg zu fahren. Und das wäre... Ja, das klingt verführerisch. Lecker. Aber wir möchten jetzt auch jemanden verführen, nämlich mit uns zu spielen. Hallo, hier sind Kirsten Rademacher und Arne Jessen. Wer ist am Telefon? Hallo? Ja, guten Tag. Hallo. Wer ist denn da? Ja, hier ist der Peter Lehmkuhl aus Bremen. Hallo, Peter. Grüße Sie. Hallo. Ja. Schön. Ja, mir geht es sehr gut, weil ich jeden Nachmittag von 16 bis 17 Uhr bei der Teezeit bei uns hier Ihre Sendung sehe. Das ist aber sehr nett. Am liebsten. Peter, das finden wir genau richtig. Machen Sie weiter so. Haben Sie auch schon so einen Regen jetzt in Bremen oder ist bei Ihnen noch trocken? Nein, bei uns ist im Augenblick noch trocken. Na, dann kommt das bestimmt demnächst. Ja. Aber schön, dass Sie gemütlich trocken vorm Fernseher sitzen und jetzt wahrscheinlich noch eine Quizfrage richtig beantworten, die da lautet: Wie nennt man denn die Zecke noch? Peter, jetzt kommen Sie. Das ist die Proposition A, Holzbock. Sagt der Peter Lehmkuhl aus Bremen und der Tusch sagt, richtig. Jawohl. Genau, der gemeine Holzbock. Ich hoffe, Sie haben noch keine Erfahrung so mit einer Zecke machen müssen, Peter. Doch, ausgerechnet heute. Ist nicht Nein. wahr. Habe ich nämlich eine Zecke mir aus meinem Bein rausziehen müssen. Das ist nicht wahr. Heute hatten Sie einen Zeckenbiss? Ja. Und haben das auch fachgerecht, wie wir es eben besprochen haben, hoffentlich gemacht? Genau so ist es. War die denn schon dick oder war die gerade so am Anfang? Nein, Peter? Die war gerade am Knabbern. Oh Gott. Peter, und dann rufen Sie auch noch beim Fernsehen an. Sie sind aber auch ganz hart im Nehmen, wirklich. Ja, das macht doch nichts. Sehr schön. Aber es hat sich ja auch gelohnt, Peter, denn das ist Ihr Preis. Unser Mann. Ganz reizend und ich freue mich darüber. Auch mit meiner Frau Bärbel, ja. Sehr schön. Liebe Grüße an Ihre Frau Bärbel und noch einen schönen Nachmittag. Ja, ich danke Ihnen vielmals. Bis dann, Peter. Tschüss. Wir müssten Peter eigentlich, der offensichtlich viel im Garten unterwegs ist, noch eine Zeckenzange draufpacken. Wir können ja mal gucken, ob das nicht Vielleicht geht. Vielleicht haben wir noch eine, obwohl er weiß ja, wie es geht. Er weiß ja, wie es geht. Er scheint der Fachmann zu sein. Okay, ich verlasse dich jetzt und habe einen guten Grund.